Der da hat den Schraubenschlüssel. Sogar der wird von Parasiten kontrolliert. So. Allerdings. Wow! Ich bin mich erschrocken gerade. Bei Gott, endlich habe ich dieses Ding. So. Le Schraubenschlüssel. Insert Karte. Wirf mal hierher dein Dynamit. Oh, na großartig, warte. Das wird laut. Versuch wirklich, aua, auf die richtigen Punkte hier zu ziehen, aber es ist gar nicht so einfach. Ihr geht mir alle so auf den Sack, ne? Yikes! Oh shit, oh shit. Ich muss nur auf meinen Gesundheitsstatus aufpassen. Alter! Schätze. Junge, Junge, Junge. So. Ein Blobbel habe ich ja hier noch, ne? Eigentlich müsste ich den auch noch killen. Einfach nur für den Loot. Die geben nämlich ordentlich Edelsteinchen ab. Wir können den jetzt fertig machen. Das ist voll geil. So, wenn die jetzt mal nicht... Also, das ist ja wohl ein schmuckes Stück, sage ich jetzt mal so. Puh. Oh, schön. Ist das nice to know, dass die mir jetzt nichts mehr anhaben können. Oh, ist das herrlich. Aber das Maschinengewehr ist gar nicht übel. Ich glaube, das behalte ich. Ashley befreien. So, jetzt erstmal gucken. Dass ich auch alles noch abklappere wegen Loot etc. pp. Wegen Pesetos. Waren hier nicht auch Stufe 3 Stationen? Irgendwo? Nö. Aber der Händler ist da. Wie geht habe ich ihn gerade? Wo sehe ich denn das? Eigentlich wäre es geil, wenn ich vorher nochmal zum Händler käme. Auch um das wegzupacken. Ja, ich glaube, das mache ich vorher.
Weiß ja nicht, wann der nächste kommt. Ich denke, ich mache nach dem Kapitel auch erstmal Schluss für heute mit der Aufnahme. Und würde dann morgen... Oh, ist das Hammer! Hey, ja! Oh, Scheiße, Alter. Ich muss heilen. Fuck. Der mich nochmal dran gekriegt, ne? Da hat er mich aber wirklich ins Boxhorn gejagt. Muss ich da lang? Ja. Hi. Hallo, Fremder. Willkommen. Na dann, was kann ich für dich tun? Du nimmst mir mal den Schraubenschlüssel, den Goldbarren. Ich kaufe fast. Danke. So, stattdessen möchte ich jetzt kaufen... Die hier. Ganz ehrlich, wenn du eine Waffe brauchst, dann die. Ich habe wahrscheinlich nicht mehr genug Geld für die Koffererweiterung, das habe ich mir gedacht. Deine Kohle oder dein Leben. Die Entscheidung sollte dir leicht fallen. Kann ich sonst noch etwas für dich tun? Komm jederzeit wieder. Ich gehe mal kurz in die Aufbewahrung. Die kommt erstmal weg. Das kommt auch erstmal weg. Bin ich jetzt einfach mal mutig. Ja, und die nimmt genauso viel Plätze weg, wie ich dachte, dass sie das tut. Also. Jo. Eigentlich kann es da bleiben. Hier käme dann die Magnum-Munition hin. Ich glaube, ich habe jetzt auch maximale Gesundheit, wenn ich mich nicht ganz vergucke. Beste macht noch keinen Sinn, wiederherzustellen. Das auch noch nicht. Die hat jetzt auch schon 7 im Lauf. Ich weiß auch noch nicht, ob ich die benutze. Willkommen. Du hast ein Ticket, stimmt's? Sehr schön. Such dir eine Waffe aus. Ich kümmere mich um den Rest. Ich habe ein Ticket? Seit wann habe ich noch ein Ticket? Was gehe ich denn eigentlich jetzt? Na dann, was kann ich für dich tun? Oh, mein Rücken bringt mich um. Die Jahre sind wohl nicht spurlos an uns vorbei. Harte Zeiten. Behalte ich das Ticket? Also wenn ich eins habe, habe ich das dann immer? Das ist gerade das, was ich mich frage. Ich habe Platz für Munition, ich habe Platz für dies, das. Ja klar, der nächstgrößere Koffer wäre nice to have. Ich denke, das nächste wird der Koffer.
Lass dir vielleicht noch ein bisschen was fallen, ihr kleinen Hühner? Noch ein braunes Ei? Hm? Ein braunes Ei für die Mama? Ein braunes Ei für den Leon? Ist auch ein feines Körnchen von mir. Hast du noch ein Ei für mich? Ja, ist ein bisschen dunkel, so für dich als Huhn, na, das... Lass mich raten, du bist zu gestresst, um ein Ei zu legen? Ich verstehe. Okay, gespeichert ist. Warte. Hier. Ich kann ja vielleicht, also kommen jetzt noch mehr? Ich warte mal. Ich warte damit noch. Ich habe ja das andere Zielfernrohr noch dabei. Nicht mehr lockt. Das ist doch wieder... Da kann ich doch wieder Ashley drinnen lassen und dann wird sie wieder alle 2 Zentimeter rauskommen, weil ich als Konsolenspieler ganz automatisch auf diesen Knopf komme. Einfach beim Steuern, weil es halt einfach so ist, weil es halt, weil ich den immer in der Hand habe. Das wird eine Katastrophe. Ashley, verstecke dich in diesem Schrank. Dir wird nichts passieren. Da wäre ich nicht so sicher. Ich habe halt nichts, habe ich. Ich und meine 3 Waffen, ne? Und eine gute Ehe. Überlege gerade. Ob ich nochmal Gewehrmunition... Ach, wir lassen es jetzt auf uns zukommen. No risk, no fun. Warum ist der da eigentlich immer noch zu? Wie komme ich denn da hin? Das ist ja von hinten verschlossen. Das finde ich jetzt schon ein bisschen frech. Da ist auch noch ein Auftrag. Ashley, ich mag dich. Aber ich muss da was herausfinden. Und hier komme ich da nicht rein. Ich komme von nirgendwo da rein. Was ist das für ein Raum? Wie komme ich da hin? Vielleicht von Ashleys Zelle aus? Mache ich mich schon wieder umsonst verrückt? Und wir können dann da rüberklettern? Wer weiß. Who knows? Jetzt aber. Hat er nicht noch was von dem Mittel? Ja, wenigstens ein bisschen besser, ne? Du wirst wieder. Oh. Oh, ihr müsst unbedingt in das Labor.
Und damit endet Kapitel 13. Anderthalb Stunden gebraucht. War tatsächlich ganz nice. Also, ich mir blöder vorgestellt irgendwie so. Ja, mit der Orientierung und dem Ganzen. Aber cool. Und tatsächlich auch irgendwie gruseliger als andere Sachen. Durch diese Viecher da. Das war ganz nice. Das mochte ich schon gerne. An der Stelle verabschiede ich mich für heute. Es ist jetzt 16:30 durch und ich weiß nicht, wie lange das nächste Kapitel dauert. Um 6 steht meine Family auf, wegen Schuhen und allem Ganzen drum und dran. Deswegen mache ich jetzt hier den Cut. Es sind jetzt noch, ich meine, es sind 16 Kapitel insgesamt. 14, 15, 16. Ich werde morgen Abend, weil ich morgen nicht streame, weil ich morgen Podcast habe, mich nochmal dran setzen und werde dann versuchen, den Rest fertig aufzunehmen. Ganz viel Liebe fürs Zugucken und ich freue mich, auch wenn ich kein Geld mit YouTube verdiene und es mir auch nicht um Reichweite geht, immer über jedes Däumchen, dann weiß ich, dass ihr es geguckt habt und dass ihr es gut fandet. Also danke dafür, wenn ihr es macht. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Und die Zukunfts-Nina, die regelt dann den Rest von Resident Evil 4. Und damit sag ich mal wieder Hallöchen YouTube. Yep. Zukunfts-Nina ist am Stissel und es ist tatsächlich direkt der nächste Tag nach der letzten Aufnahme und hoffentlich auch der letzte Aufnahmetag. Also ich hoffe, dass ich die letzten 3 Kapitel heute durchbekomme. Nicht, weil ich es rushen möchte, sondern weil ich wirklich einfach gerne durchgehen würde durch die Story und gerne fertig wäre heute. Es ist allerdings schon ein bisschen spät, es ist 1:22 Uhr, weil ich war heute sehr lange am Podcast aufnehmen mit meinem Podcastpartner Dart und ja, danach habe ich mich erst fertig gemacht. Das war vielleicht der Fehler. Ich hätte mich vorher fertig machen sollen, aber ich wollte nicht. Ich bin heute nicht so zufrieden mit der Kamera. Meine Grafikkarte hat ein Update gemacht und seitdem sind die Farben in der Kamera wieder irgendwie komisch. Ich habe ein bisschen herumgespielt. Es ist noch nicht das Nonplusultra und ich bin auch mit meinen Haaren aktuell nicht zufrieden. Ich muss dringend zum Friseur. Was soll's? Ich will euch nicht mit Nonsens aufhalten. Auf jeden Fall, hier bin ich und ich hoffe, ich habe ein Haar in der Lippe, dass wir jetzt gut durchkommen. Gestern war eigentlich okay, ein bisschen stolperig am Anfang, aber... Start mit einer Videosequenz. Leon? Bin spät. Nein. Danke. Die Medizin kam gerade richtig. Kannst du stehen? Wo ist Luis? Er hat sich Sorgen gemacht. Bis zuletzt. Komm, wir haben keine Zeit. Werden wir die Dinger los. Für Luis. Ada, komm. Es gibt ein Labor, in dem wir die Parasiten entfernen können. Dachte, dass du wüsstest, wo es sein könnte. Ihre wichtigsten Einrichtungen befinden sich im Heiligtum auf dem Berg. Versuch's dort. Ada, das wandelnde Lexikon. Immer gern. Schuldest mir was. Wir haben hier einfach Fisch in den Schränken liegen. So, wir sind ab jetzt wieder zu zweit. Wie ging das nochmal? Okay, du kannst. Moment. Hierher. Ah, okay. Okay. Musste ganz kurz gucken, welcher Knopf das war, mit dem ich... Oh, Kristall. Mit dem ich sie zu mir rufen konnte. Ein Büchlein. Tagebuch eines Forschers. Wir wurden ohne Vorwarnung eingesperrt. Sie bringen einen nach dem anderen in den Nebenraum. Ich weiß nicht, was dort passiert. Eben haben sie Annabelle geholt. Als nächstes bin ich wohl dran. Ich muss nachdenken, muss meine Gedanken ordnen. Plagerinfizierte sind Lord Settlers hilflos ausgeliefert. Wenn er es anordnet, arbeiten sie sich mit einem Lächeln auf den Lippen zu Tode. Ungünstigerweise sind die Würde für komplexere Aufgaben so gut wie zu nichts zu gebrauchen, da ihre Intelligenz quasi auf dem Niveau eines Regenwurms fällt. Dennoch waren wir in der Lage, eine neue, überlegene Plagerspezies zu entwickeln. Sie verfügt nicht über die Fähigkeit zur Verwandlung, dafür aber beeinträchtigt sie nicht das kognitive Leistungsvermögen des Wirts.
Wie es aussieht, wollen sie diese neue Spezies dem Mädchen verabreichen. Offensichtlich ist es von Bedeutung, dass ihre Intelligenz durch die Infektion nicht beeinträchtigt wird. Alle Tests, die wir durchführten, waren erfolgreich und die Pläne für die Massenproduktion stehen bereits. Kurz gesagt, das Projekt ist ein voller Erfolg. Aber jetzt bin ich eben hier eingesperrt. Und im Nebenraum bereiten sie gerade alles vor, mir die überlegene Spezies zu injizieren. Annabelle ist nicht mehr sie selbst. Das Lächeln auf ihrem Gesicht ist komplett verschwunden. Würde ich nicht schreiben, wäre ich schon längst verrückt geworden. Auch wenn das hier sicher niemals jemand lesen wird. Ich habe heute einfach schon durch den Podcast zu viel geredet. Das kann also nicht mehr besser werden. Hatte gehofft, es macht mich warm, aber es kann auch komplett anders werden. So, draußen war ein Schrank zum drin verstecken. Ja, ich musste wieder überlegen, was ich nehme. So, ich hatte die hier ausgerüstet, falls sie mit den großen Viechern um die Ecke kommen. Wie ich da in diesen schönen Raum komme, weil... Ich wollte sagen, weiß ich immer noch nicht. Schaffst du's? Was denkst du denn? Ich zähle. Nun denn. Also ich hoffe, dass in der Kamera nachher auf der Endaufnahme nicht so furchtbar aussieht. Gefällt mir überhaupt nicht aktuell. Warum hat sie jetzt die ganze Zeit da so ein Zeichen mit? Mittlerweile im Schlaf. Aber dieses Zeichen mit dem Update? Oder war das vorher schon da und es fiel mir einfach nur nicht auf? Haarfarbe blau. Ein goldener Jeton. Kampf den Medaillons. Hat vielleicht jemand kurz Zeit und kann diese blauen Medaillons in den Scherbenhaufen verwandeln, der sie sein sollten? Ich weiß, das wird die gute alte Zeit nicht zurückbringen, aber ich kann das nicht auf mir sitzen lassen. Und die sind wo genau? Ah ja. Da war ja nichts mehr, oder? Nee. Habe ich gestern schon alles abgesucht. Fremder, halt dich schon mal fest. Und das höre ich nicht gerne. Ich habe was Neues für dich. Das ist, was ich derzeit habe. Und was ist da neu? Die Koffererweiterung hätte ich gerne, die hole ich mir auch gleich. Besten Dank. Je größer, desto besser. Habe ich zumindest gedacht, als ich noch ein Dreikäse hoch war. Du hast ein Ticket, stimmt's? Sehr schön. Such dir eine Waffe aus. Ich kümmere mich um den Rest. Ich glaube, ich investiere da tatsächlich erstmal gar nichts rein in die, auch wenn ich gerne wollen würde. Aber die ist halt so schon richtig krass stark hier. Dann lieber erstmal sparen und dann mal gucken, was ich mache. Ich lass meine Weste jetzt noch nicht reparieren. Was kann ich für dich tun? Weiß ich noch nicht. Gucken wir mal. Angenehme Reise. Entfern dich. Bleib hinter mir. Okay. Es ist so witzig, die hin und her zu schicken. So, habe ich genug Jetons, um dieses Teil da nochmal zu bedienen? Ich guck mal.
Das ist voll cool. Eier stellen 100% mehr Gesundheit her. Ich glaube, das mag ich lieber als dieses Vipern-Ding. Aber gleich mal im Koffer rumschrauben. Des einen Knarre des anderen Leib. Genau, 50% häufiger Herstellerbonus. Ich weiß nicht. Genau, so. Mein kleines Hühnchen. Fremder. So, hier ist ja nichts weiter. Dann let's go. Ich wollte einfach nur wissen. Ob die noch Loot abschmeißen, die Raben. So viel Gegenlicht. Den hab ich. Moment. Das ist weiter oben. Ein Medaillon ist über mir. Schon wieder mehr Blick für alles andere als für das Wesentliche hier. Treffer! Okay. Ja. So, wir müssen hier durch. Das wird nicht aufgehen. Gehen wir woanders lang. Nochmal diese Laborviecher kommen, die ich so furchtbar fand, die wir gestern hatten. Die Regenerador. Ich hasse diese Viecher so. Aber die Waffe ist stark genug. Die macht die schon klar. So. Ich habe auch schon wieder Pistolenmunition übersehen. Ist immer ganz toll, wenn mir das rechtzeitig gezeigt wird. Wo soll die sein? Eigentlich stehe ich davor. Da! Gespanntes Gucken. Wie sie sich wegduckt. Sieht ein bisschen so aus, als würde es da oben noch spannend werden. Hier irgendwo ist aber ein Schatz, den ich übersehen habe. Ich höre ihn aber, glaube ich, oder? Wenn der das ist. Oder ist das hier drin? Kann man das öffnen? Na klar, liegt im Müll. Okay. Na dann komm, Ashley. Yeah.